Am neuen Zwickauer Stadion sollen schon bald die Tribünen errichtet werden. Die Fundamente sind bereits komplett. Auch die Arbeiten am Trainingsplatz und einer Zufahrtsstraße sind schon gut vorangekommen. In den nächsten Wochen werden auf dieser Baustelle sehr große Fortschritte zu sehen sein. Die längste Zeit hatte das Freilegen des Spielfeldes und das Modellieren der Tribünenhänge in Anspruch genommen. Als diese Arbeiten erledigt waren, gingen die Arbeiten in der Tiefe los. Wir haben jetzt in den letzten 4-5 Wochen ganz verstärkt an den Tribünenfundamenten gearbeitet. Es sind je Tribüne, es sind ja 3 Tribüne, die im Hang liegen. Die werden zeitversetzt realisiert, ausgebaut. Die Südtribüne für die Gästefans ist quasi schon komplett fertig. Man sieht die unteren L-Elemente, Stützelemente, die jetzt noch komplettiert werden müssen. Das geht relativ straff voran. Die schließen dann das Stadion im unteren Umgang komplett einmal ab. Das sind in Summe ca. 400 Stück, die da verbaut werden. Und die anderen 2 Tribünenbereiche, die im Hang liegen, die werden jetzt noch zeitversetzt realisiert. Diese L-förmigen Elemente werden an 3 Seiten des Stadionkessels errichtet und geben dem Hang später die nötige Stabilität. Auf der 4. Seite laufen derzeit Stahlflechtarbeiten an einer Bodenplatte. Die Platte ist das Bodenfundament für das Funktionsgebäude. Gegenwärtig wird die Bewährung, die ganzen Bewährungseisen reingelegt und miteinander verbunden. Und im Laufe der nächsten Woche wird die Bodenplatte komplett betoniert, ausgeschaltet und verfüllt. Und im Anschluss geht es dann straff weiter mit dem Hochbau. Über 100 Tonnen wiegt diese Bodenplatte. Für das Funktionsgebäude allein hätte sie bei weitem nicht so mächtig sein müssen. Doch diese Platte muss zusätzlich noch die Kräfte der 4. Tribünenseite aufnehmen. Die Platten oberhalb der Tribünen, das sind die Streifenfundamente bzw. die Fundamente für die Kioske, die dann auch wahrscheinlich noch auf Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres realisiert werden. Das sind die Kioske. Pro Tribüne sind mehrere Kioske vorbereitet und werden realisiert. Und dort drin sind dann die Toilettenanlage für die Zuschauer und auch die Getränke und Essensausgaben. Werfen wir noch einen Blick auf die Oberkante des Ovals. Auch hier sind bereits Fundamente erkennbar. Am Ende war der Bauleiter vor lauter Regen fast nicht mehr im Bild zu erkennen. Auf der Baustelle stört das Wetter aber niemanden. Nicht einen einzigen Ausfalltag wegen schlechten Wetters gab es bisher beim Stadionneubau. Vor allem für Betonarbeiten ist feuchte Witterung sogar hilfreich.